Und damit willkommen zurück hier auf dem Egg Carrier, meine lieben Freunde. Hier sind wir das letzte Mal gelandet, auch wenn wir kein Fahrgestell hatten. Das hat Tails nämlich vergessen zu montieren. Und wir schauen mal, was uns hier noch so erwartet. Now how are we gonna get to the bridge? I hate it when he doesn't listen to me. I guess you weren't expecting that, were you? There's only one way to get to me, Sonic, and that's through the sky deck. I doubt if you can make it. Ha ha! I dare you! Just watch me. Bring it on, Eggman! Ja gut, dann schauen wir mal, was mit Tails hier. So, this must be the sky deck, huh? Ja, genau. Dann schauen wir mal, was wir mit Tails auf dem Skydeck zu tun haben. Skydeck, Action Stage. Mal schauen. Müsste eigentlich auch wieder ein Rennen sein gegen Sonic, oder? Beat Sonic to destroy the capsule. Okay, das kriegen wir hin. Wir können nämlich hier ein bisschen cheaten mit unseren Schweifen. Hier sind wir ganz klar im Vorteil. Machen wir mal hier hoch. Denn hier gibt es ein extra Leben. Oh, müssen wir darüber? Ja, wir müssen darüber. Ja, Kamera, was tust du? Okay, das war gerade ein bisschen daneben. So, hoch hier. Und dann geht's hier weiter. Aha. Darüber. Und hier dann einmal da hoch. Oder? Geht doch hoch. Ja, ja, geht hoch. Also mit den Flugskills sind wir natürlich absolut im Vorteil gegenüber Sonic. So viel abkürzen. Hier möchte ich jetzt aber nicht unbedingt die Abkürzungen nutzen. Ich sehe nichts. Kamera, wo bist du? Hier. Denn hier kann man schnell mal runterfallen und das würde ich eigentlich gerne vermeiden, wenn es geht. Hier hingegen können wir jetzt wieder unsere Flugcheats nutzen quasi. Da wird Sonic mehr Probleme haben als wir. Theoretisch könnten wir da auch rüberfliegen, aber... Wow. Das versuchen wir jetzt mal besser nicht. Ah, hier haben wir wieder unsere Abkürzungsringe. Das sind diese Beschleunigungsringe, die Tails nutzen kann, um einen Geschwindigkeitsboost zu bekommen. Wenn wir sie ja nicht verfehlen. Das Einzige, was man mit Tails hier ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu weit links oder rechts fliegt und über die... Plattform quasi schwebt. Das wäre nicht so cool. Immer schön auf den Schatten achten. Aber das haben wir gut gelöst. Das haben wir gut hingekommen. Das sind 2 Minuten 30. Das ist gut. Das ist wirklich nicht schlecht. Hätte besser sein können, aber es ist okay. That wasn't too bad. Ja, it wasn't too bad, meh. Ach, Tails ist aber auch nie zufrieden, ha? Huh? Yeah! Is that it? Sonic, we should check out the bridge. Ja, dann machen wir das auch mal. Ah, ich glaube, hier geht's zur Brücke, oder? Hier müssen wir wieder Eggman schreiben. Egozentrische Wesen nutzt natürlich seinen eigenen Namen als Passwort. Ist ja auch sehr sicher, nicht wahr? Das
generell, was man als Passwörter so alles sieht, das ist Wahnsinn. Dass sich Leute, die 123 als Passwort benutzen oder Passwort oder ja, irgendwelche Fluchereien, also es ist schon wahnsinnig. Leute, lasst es euch gesagt sein, benutzt immer ein sicheres Passwort, wenn möglich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und ihr habt nie Probleme, dass euch irgendwer irgendein Konto hackt. Hatte ich in meinen ganzen Jahren noch nie. Und sowohl dieser Kanal hier als auch mein Yu-Gi-Oh! Insider-Kanal hat eine Zwei-Faktor-Authentifizierung drauf mit einem langen Passwort, das sich mein Browser ausgedacht hat. Und da kommt so schnell keiner rein, ohne dass ich das mitkriege. Ja, und wieder mal wurden wir von Eggman als Pests tituliert, also als Plagen. Aber mit Tails neuem Superangriff hier ist es überhaupt kein Problem gegen Gamma. Das haben wir schnell gemacht. Bye bye. That's Eggman! I wonder what happened to Sonic. I'm finished. Chaos was defeated, and now my egg carrier is ruined. No matter. I will destroy Station Square anyway.
missile is launched. Ready? Fire! Oh, no, it was a dud. I can't believe this. Ah, I'll go and deal with this myself. Oh, no. I'd better get to that missile before he detonates it. I see it. I've gotta get it before Eggman! The fate of Station Square depends on me! Sonic! I've changed a lot since I've started hanging with Sonic. But I can't depend on him forever. I know I can do this by myself! Okay, Eggman, bring it on! Wow, da ist ja einiges passiert. Wir haben gesehen, was passiert ist, nachdem Tails mit Amy im Schlepptau und gemeinsam mit Gamma das Schiff verlassen haben. Und Eggman wollte gerade Station Square mit einer Rakete in die Luft jagen. Die ging aber nicht hoch und jetzt versuchen wir schneller als Eggman bei der Rakete zu sein, um sie unschädlich zu machen. Also mal kein Rennen gegen Sonic, sondern ein Rennen gegen Dr. Eggman. Sollten wir doch gewinnen, oder? Bisher läuft es ganz gut. Eggman hinkt etwas hinterher. Mal sehen, wo wir diese Rakete finden. Ah, was war das denn gerade? Das war ja voll gemein. So. Wir nutzen hier natürlich jede... Ah, shit. Jede Abkürzung, die wir kriegen können, wollte ich sagen. Aber wir sollten uns dabei nicht in die Tiefe stürzen. Das wäre nicht so toll. Aber das haben wir noch gut gerettet. Gut, dann geht's hier weiter. Und nun hier rüber. Ich glaube, hier müssen die Rakete benutzen. Genau. Wir haben guten Vorsprung vor Robotnik bisher. So. Zweiter Ring. Nächster Ring. Ring Nummer 3. 4. 5. Und wir sind bei der Rakete angekommen. Das war gut. Das war gut. 2 Minuten 22 und 51 Hundertstel. That wasn't too bad. Jetzt müssen wir sie nur noch entschärfen, Tails. Hoffe, du kannst das. Oh no! It's Robotnik! So you beat me to the missile, you little pest. I will make you all pay for this. Here.
You fool. Away, before I make mincemeat out of you. I'm not scared. I'm not scared. I can do this. Egg Walker. Eggman wieder am Durchdrehen. Wir müssen, glaube ich, hier die... Aua. Die Beine von diesem blöden Roboter treffen. Damit er hier runterkommt und wir ihn angreifen können. Aber wir müssen vorsichtig sein. Einmal fliegen, einmal schlagen. Und jetzt auf ihn raufhüpfen. Genau so war das. Wirft hier unaufhörlich mit Bomben um sich, natürlich. Er hat keine Lust zu verlieren. Hätte ich auch nicht, aber... Tut mir leid, Eggman. Wir können dich nicht gewinnen lassen. Tails hat da ganz recht. Das darf nicht passieren. So, komm. Mach was. Genau, jetzt macht er das mit zwei Füßen. Wir müssen beide treffen. Einmal noch. Ne, noch zweimal, ha? Huh? Ja, noch zweimal. Komm schon, Eggy. Ich bin hier. Komm her, wenn du dich traust. Einmal, zweimal. Und zack. Ja, noch ein Treffer und dann haben wir ihn. He's not gonna get away with this. Eins, zwei und drei. Und wir haben ihn. Yeah. 13 Ringe, 1 Minute 47. Das ist passabel. Was meinst du, Tails? Ah, Tails sieht das auch so. Ja, wir haben es geschafft. Zurück zu den Mystic Ruins. Gut gemacht, Tails. Du hast den Tag gerettet. Klasse. Damit geht's in die Endcredits von der Tails Story. Ist leider eine der kürzeren. Sonic hat die längste. Aber vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und jetzt viel Spaß bei der großartigen Musik und den Endcredits. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit Knuckles. Bis dahin. Ciao, Leute.